Bismillahirrahmanirrahim. Hier seht ihr, liebe Geschwister, eine neue Folge aus der Serie Hasanat versus Strafzettel. Und zwar, alhamdulillah, konnten durch einige von euren Spenden und einem sehr fleißigen Arzt wieder mal einiges an Spenden zusammenkommen. Wie ihr seht, ist alles voll, subhanallah. Und ja, das ist eine neue Folge von der Folge Hasanat versus Strafzettel, wie ihr seht, alhamdulillah. Natürlich, die Hasanat ist die beste Entscheidung. Und inshallah ta'ala kommen wir dieses Mal auch ohne einen Strafzettel dadurch. Alhamdulillah. Es ist, wie ihr seht, ich habe mich jetzt einmal um das Auto rumbewegt. Subhanallah. Also es geht auch in einen normalen PKW wirklich viel rein, wenn es um Hasanat geht. Alhamdulillah. Subhanallah. Es ist sehr voll und wie ihr seht, ja, da kann man dann auch die Beine mal ein bisschen weiter höher tun. Na, Rahma, wie geht's dir? Gut geht's dir? Alhamdulillah. Masha'Allah, müssen wir den armen Schwestern helfen? Ja. Wo? In Syrien, ne? In Syrien. Aber und was machen, helfen wir den armen Brüdern nicht? Auch den armen Brüdern. Genau, Masha'Allah, alle Geschwister helfen, ne? Alhamdulillah. Wem? Was? Auch den armen Kindern. Ja, genau, da hast du recht. Auch den armen Kindern, natürlich. Allen armen Misakin-Menschen helfen wir, subhanallah. Dieses Auto ist randgefüllt, alhamdulillah, mit Medizin. Und es passt wirklich viel rein in so ein PKW, wenn man nur will. Barakallahu fikum, jazakumallahu khairan.